Moin Amigos, moin zusammen, alle Grüße euch, ich hoffe euch geht's gut. So, kleines Update, schöne Neuigkeit, Florian Kainz hat seinen bestehenden Vertrag vor oder bis 2024 um ein weiteres Jahr bis 2025 verlängert. Ja, eine richtig geile Nachricht, freuen wir uns alle drüber. Kainz ist jetzt im vierten Jahr hier, glaube ich, und seitdem hat er sich stetig weiterentwickelt. Er ist einer unserer absolut besten Spielerführungspersönlichkeit, geht voran. Ja, von 5 Spielen hat er vielleicht mal einen nicht so gutes, aber die anderen 4 sind einfach stark. Er schießt Tore, er bereitet vor, er geht voran. Ja, toller Charakter, toller Mensch, toller Fußballer. Als er, glaube ich, vor 2 Jahren oder wann das war, mit Benno Schmitz nochmal verlängert hatte bis 2024, haben beide ja auf Gehalt verzichtet. Ich glaube, Kainz müsste jetzt so um die 1,3 Millionen Jahresgehalt haben. Kann sein, dass es jetzt wieder leicht angehoben wurde auf 1,5, 1,6, 1,7, 1,8 maximal. Kann ich mir vorstellen, wer auch verdient. Ja, freuen wir uns. Ist nur der Anfang, denn bis zum Sommer wird natürlich auch einiges passieren, was jetzt ja Spielerabgänge angehen oder halt Neuzugänge. Ne? Aber mit Kainz haben wir denn da schon mal ja, einen guten Schritt nach vorne gemacht. Gut, haut mir gerne in die Kommentare voll, wie ihr das seht, ob ihr die Verlängerung von Kainz gut heißt oder nicht. Ich denke mal, dass 99,9% damit zufrieden sind. Ne? Gut, das wäre es erstmal von mir. Mein Video für das Heimspiel Köln gegen Bremen ist übrigens schon online seit vorhin. Schaut da gerne mal rein und lasst ein Like oder einen Kommentar da. Würde ich mich drüber freuen. Alles klar, bis dahin, bis bald. Tschüss.